Hallo und willkommen zurück. Und es geht weiter hier mit Asturien. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem hier mit unserer Army. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt noch was groß reißen können. Die scheinen das zu gewinnen. Aber gucken wir mal. Ich glaube, das haben sie gut gemacht. Obwohl es am Anfang ja wirklich übel aussah. Aber sie laufen da echt gut hin und her. Ich werde jetzt hier anlanden und gleich belagern. Da die Truppen eh besiegt sind. Akkon belagern. Um die da weiterzubringen. Ach, das sind ja schon wieder die Steinmetz-Angelegenheiten. Kostet halt wieder Geld. Bauernarbeit, Gebäudebaukosten hoch. Aber es interessiert mich eigentlich nicht in Euclid. Aber auch weniger Steuern. Ach Mann. Ich mach's mit Prestige. Setz mal ein bisschen Prestige an. Vielleicht reicht's ja. So. Jetzt hat er eine Affäre, Supi. Bürgermeisterin Valera, du kannst wieder gehen, mein Gott. Natürlich neckiger mit Gewaltton hat man jetzt. Sehr schön. Wir belagern hier. Gehen die wieder auf uns hier? Ja, ich hoffe diesmal Klimaunterstützung. Nein, wahrscheinlich wieder nicht. Ne? Ich komme auch nicht mehr raus. Ich bleibe jetzt hier. Ja, doch, wir kriegen Unterstützung. Jetzt wird immer den Rest haben. Warum kommen die immer nicht rein, wenn wir kämpfen? Ne? Die kommen immer rein, wenn wir reinkämpfen. Wenn wir kämpfen, kommen sie nicht. Aber gut, wir haben wieder einen Beitrag geleistet. Unsere Armee lebt noch. Die flüchtet gerade. Der Krieg ist eh gleich entschieden. Ich denke, die machen die jetzt platt, hoffe ich doch gar mal. Und das sollten hoffentlich die restlichen 5% sein, damit dieser Kreuzzug endlich ein Ende findet. An der Stelle ein Dankeschön, dass ihr so viel zuschaut und für die ganzen Likes und gefällt mir's. Danke, danke, danke. Tja, da sind sie besiegt, würde ich sagen. Nein, ist immer noch 95, dann tut mal belagern, meine Lieben hier. Das wäre vielleicht ganz schlau. Das wollte ich ja eigentlich tun, aber ihr seid ja dumm. Ich belage jetzt einfach hier oben irgendwas, um die vielleicht wegzuziehen, dass die da unten mal was belagern können. Ob wir jetzt die 1400 Mann noch verlieren oder nicht, ist eh wurscht. Haben wir denn so wenig Aufgebote? Ich könnte mal unser Kriegsvolk noch ausbauen. Alle auf 2. Ja. Das ist ganz gut. Dann müssen wir erstmal wieder Aufgebote sammeln. Es braucht noch 2 Monate, okay. Dann soll sie bitte auf Aufgebote organisieren. Bleiben dann 2 Jahre für die Bekehrung, 12 Monate für die Kultur. Alles klar. Läuft soweit. Und dann bitte Pilgerreise, ne? Kinders. Kann ich ja nach Jerusalem nochmal flitzen. Wenn das dann dem Papst bzw. irgendwem gehört, der mir am meisten geleistet hat. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber übrigens sie. Die belagern halt nicht, ne? Die könnten so lange schon fertig sein hier mit dem Krieg. Nein, die rennen hin und her, verlieren Truppen dadurch. Und kriegen kein Ding mehr. Gut, ich belage jetzt hier fertig, das ist mir wurscht. Vielleicht haut es dann den Rest raus. Entwicklungsverhandlungen. Entwicklungszuwachs aus, sehr schön. Meine Frau ist echt gut. Die ist richtig top. Obwohl sie schlecht ist, aber gut. Ist halt so. Geheimdokumente verschwunden, aha.
Ja, naja. Er ist halt einfach schlecht, ne? So, jetzt ist 100%. Ich hoffe, das ist jetzt gegessen. Kreuzzug ist siegreich. Pause. Gewonnen. Wer ist das? Kalif. So sei es. Mord an zu den Zapfern. Wenn ihr wollt, schweige, werdet ihr tun, was ich sage. Schwaches Druckmittel. Ich kann ja einen Papst um Ablass bitten. Das ist mir jetzt mal wurscht. Ich lehne. Ich habe ihn uns so dann gekillt. Was soll mir passieren? Alle auflösen. Nicht mehr unsere Hofärztin, die ist wahrscheinlich mit darunter gezogen, ne? Wem gehört denn das jetzt? König Childebert. Okay. Und was haben wir gekriegt? Ah. Der ist ein Herzog jetzt. Von hier unten. Okay, passt. So, wir können auf die Pilgerreise. Unbedingt. Na, wobei, wir haben wieder 700, glaube ich, sowieso. Da warten wir mal noch ab. Da baue ich lieber erstmal die Kirche. So. Und wir können weiterlaufen lassen. Hier geht es jetzt nur um Arzt. Meine Tochter ist ja auch sehr schlau. Aber ich hatte doch vorhin einen rekrutiert, der Arzt war. Wo ist denn der? Oder wir nehmen die Gertrude. Die ist auch ein Genie. 17er. Wo ist denn der? Ist er gestorben im Krieg jetzt, oder was? Ich glaube fast, ne? Ja. Okay, dann nehmen wir die Gertrude. Und setzen sie als Hofarzt ein. Sehr schön. Ich habe noch einen Gefangenen. Das ist der Bauernanführer, der ist richtig gut. Den versuchen wir zu rekrutieren. Okay, die denken, wir haben eine Affäre. Glaube ich allerdings nicht. Ist mir egal, jetzt will ich erstmal ihn rekrutieren und Bekehrung verlangen. Nein, ich glaube ihr, dass sie das Sakrament der Ehe nie verletzen würde. So, unser kleiner Sohn. Mache ich natürlich selbst wieder. Falls mein Großer irgendwie noch gemeuchelt wird oder so. Dann wollte ich mal bei dem Papst gucken, was hier los ist. Ich kann ja einen Ablass erbitten, ne? Kostet aber 300. Aber ich bin zynisch. Das würde ich nie tun. Also lassen wir es. Blanka, noch eine Tochter. Sehr schön. So, und dann warten wir mal, bis unsere Truppenstärke da ist. Und dann wird hier Krieg geführt. Die sind verbündet hier und hier. Okay, das sollten wir aber schaffen. Andalusien. Waffenstillstand, Waffenstillstand. Verbündet, verbündet. Andalusien ist schwach. Wir gehen erst auf Andalusien. Die haben auch wieder Krieg geführt. Valencia hat sich schon wieder komplett verändert hier unten. Oder doch erst hier. Ansprüche von Herzog Fernando. Ansprüche von Graf Vimarano. Der Ratskanzler ist verstorben. Oh Gott, es tut mir aber leid. Gott sei Dank ist er weg. So, dann können wir den Bürgermeister wieder einsetzen. Der ist ein 19er. Der ist ja richtig gut, ne? Oder mein Sohnemann. Oder die Herzogin von Asturien hier rauf. Und lieber einen gescheiten Ratsmarschall. Ja, komm, lass sie das machen. Sie ist ein bisschen besser als der Vorgänger. Und dann den Portugiesen. 21er wieder wenigstens. Alles klar. Zack. Bande ändern.
Ah, der Cantabria ist ja tot. Wir machen mal wieder alles auf normal. Das ist eine Akte Tyrannei. Ich habe ein Druckmittel, Baby. Nichts Tyrannei. Okay, die ist wahrscheinlich untergebener. Die soll abbezahlen, bitte. So, wir haben die 1000. Das wird in Santiago gebaut. Genau. Errichten. Die Großkathedrale. 4 Jahre dauert es. Okay. Können um Gold bitten, unbedingt. Sehr schön. Dann haue ich die Pilgerreise rein. Vatikan, Jerusalem kostet 400. What the fuck? Vatikan. Geht's so. Dann haben wir die Domänenschwelle plus 2. Das ist sehr gut, falls wir zur Oberen kommen und so ein bisschen was einbehalten dann. Wer führt hier Krieg? In Porto. Okay. Der führt Krieg gegen Leon. Ich bin zynisch, also habe ich Sympathie für Heiden. Sikaya will Navarra erobern. Alles klar. Schaffen sie das? Ja, sollten sie schaffen. Da muss ich da gar nichts mehr tun. Ich kann gegen dich den Krieg erklären. Da habe ich die Ansprüche. Oder ich, wenn die Navarra holen, hole ich mir komplett Aragon. Okay, vertreibt die Banditen. Oh, ich bin verwundet worden. Ja, toll. Und ich habe es gleich wieder verloren. Ich habe 5000 Mann. Das ziehen wir durch. Alle ausheben. Fangen ihn hier ab. Okay. Bin zurück. Entschlossener Pilger. Sehr schön. Der erobert Manavara zuerst. Ist das der mit den Belagerungswaffen? Ja. Du gehst hier rein. Nach Saragossa. Herzogin Major von Cantabrien. Okay, die kämpft hier auch. Sehr schön. Grafschaft von Porto. Was geht denn hier? Sehr viel interne Kriege gerade. Der kann uns Lösegeld bringen. Das tun wir. So, den haben wir besiegt. Dann gehst du gleich mal hier rein belagern. Sehr schön. Das sollten wir gewinnen. Okay, der Ratsmarschall ist leider gestorben. Der war richtig gut. Den Visikaya-Man weisen wir neu zu. Dann können wir wieder einen gescheiten Ratsspitzel hier reinholen. Und kann stark, ja. Dann nehmen wir hier den 17er. Und wenigstens einen gescheiten Ratsspitzel. Das passt. So, ein Bündnis mit Herzog Fernando. Machen wir auf jeden Fall. Wer verlangt denn der Herzog Fernando? Oh, der ist sogar ein 10er-Ränkelspieler, dann soll er das doch tun. Ja, alles fein. Mach du das. Immerhin 10. Unter 10 mache ich nichts mehr rein. So, hier wird belagert. Die ziehen wieder rein, aber mein Gott, mit den 300 Mann, was sollen sie anrichten? Wir belagern hier einfach durch. Ist der Krieg entschieden? Ja. Die haben das doch nicht durchgezogen. Der Leon-Krieg ist auch vorbei. Jetzt haben sie es auch nicht geschafft. Hä? Die haben doch aber gut gekämpft. Naja, whatever. So, mein einer Sohn bekommt ja sowieso das hier, ne? Können wir ihm dann das gleich geben? Nachfolge. Du bleibst. Oh, du kriegst Königreich Galizien. Ah nein, es wird gegründet, oder? Königreich Navarra. Ich glaube ja. Königreich Galizien.
Okay, unser Reich wird zerfallen. Herzogtum Toledo. Können wir das unserem Sohn geben? Ja, ich mache ihn jetzt mal zum Herzog. Er kriegt es ja sowieso. Dann soll er sich da auch drum kümmern, bitte. Weiter die Kultur fördern. Ich würde es aber ganz gerne erstmal hier oben fertig machen, Porto. Und dann müssen wir hier auf die Kontrolle gucken. Da helfe ich dem Sohnemann. Jo, passt. Okay, die Belagerung hier ist durch. Wir können die besiegen hier oben noch. Die Belagerung ist auch bald zu Ende. 8 Monate trotzdem noch. Bande ändern. Nein. Alles gut. Er kann noch abbezahlen. Hat aber kein Geld. Ja, dann warten wir da einfach noch. So. Wo erwischen wir die denn hier? Okay. Sind bei 45. Verlobung erfüllt, sehr gut. Unsere Tochter. Ich kann Ritter einladen, jetzt yes, unbedingt. So, die Belagerung ist auch zu Ende. Mhm. Das hast du keinen Befehlshaber. Dann mach halt meinen Sohn, der ist ja richtig gut. Ein brillanter Stratege. Und deswegen wird er wahrscheinlich jetzt auch. Er ist ein 18er, ne? Er ist besser. Aber er ist ein 14er. Tauscht die mal. Tauschen. Der ist auf jeden Fall besser. Eine muss rausfliegen. Was kann er noch? Nix. Aber mein Sohn mag mich ja sowieso. Muss ich jetzt meinen Sohn nicht unbedingt damit reinziehen. Lösegeld, alles klar. Gutier, Arias. Kompromiss. Mhm, hat funktioniert. Lösegeld akzeptiert. Belagerung gewonnen. Die 2, 3 Belagerungen und dann ist der Krieg erledigt. Wie sieht es mit der Wahl aus? Da ist alles gut, außer er. Was hast du denn für ein Problem? Ja, du bist nicht im Rat, aber du kannst auch einfach nichts. You can do nothing. Sorry, my dear. Bleibst auch draußen aus dem Rat. Mit Sicherheit. Ich kann dich sowieso nicht leiden. So, 19er holen wir uns ran. Jupp, sehr schön. Dann ist eine Belagerung durch. Gast an den Hof geholt. Sehr schön. Mhm, der soll sich versorgen. Nächste Belagerung ist auch durch. Ich könnte mir die noch holen, aber bringt's noch was? Belagerung durch. Und die letzte läuft auch. Geh nach Saragossa. Du, das können wir schon mal auflösen. Brauchen wir nicht mehr. Hat er jetzt das Geld? Ja. Dann kann das abbezahlen, mein Lieber. So, jetzt habe ich den Architekten. Wunderbar. Damit 2 Verwaltungen. Gebäudebauzeit, Gebäudebaukosten, Besitztumbauzeit, Besitztumbaukosten. Sehr schön. Können wir auch die Besitztümer ausbauen. So, jetzt gucken wir mal in Santiago. Da können wir noch ein neues Besitztum errichten. Hier haben wir einen Tempel, eine Stadt, eine Burg. Wäre vielleicht noch ein weiteres Städtchen gut. Ah, da brauche ich die Stadtplanung. Okay.
Was erforschen wir denn gerade? Stadtplanung. Ja, passt doch. Dauert aber noch. So, holen wir an den Hof. Weiterer Ritter. Scheiße, sehr schön. Soll ich mein Festmahl abhalten? Naja, ein paar könnten schon davon profitieren. Mach mal. Willkommen, meine Freunde. Sehr schön. Belagerung gewonnen. Hier wird gegenbelagert. Das wollen wir nicht. Ja, soll meine Frau haben hier die Ehre. Sprecht weiter. Fraktion aufgelöst. Gehört dem sonst noch was? Ja, ach, da unten. Das gehört ihm auch noch alles. Okay. Naja. Ja, ich kaufe Wein. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mein Kriegsziel. Es müsste jetzt hochticken mit der Zeit. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich noch was machen muss. Was ist denn hier mit Cordoba jetzt? Hat was ätzen die darum? Befreiungskrieg. Ah, die wollen sich abspalten. Ja, die fange ich trotzdem ab. Bevor die hier rumbelagern. Sonst kommt hier Aquitanien. Jetzt greifen die auch an, oder? Nicht dein Ernst. Wechselndes Interesse. Er wird sprunghaft. Kann sprungen werden. Was ist in Aquitanien jetzt? Müsst ihr unbedingt das jetzt auch erobern, oder was? Wir wollen Aragon. Nein. Sorry, nein. Ich habe 97% und ihr quatscht mir jetzt. Rein. Und wir holen unsere restlichen Armeen. Alles auswählen. Zack. So nicht, meine Freunde. Hab zwar nichts gegen Aquitanien, aber das muss nicht sein. Hm, da kommen noch ein paar Verbündete. Das ist mir aber ziemlich wurscht. Okay, ich habe das hier gewonnen. So sei es. Alle auslösen. Okay, die haben den Krieg nicht weitergeführt. Wunderbar. Übernehmen. 250 Gold. Ich kann so einfach wieder gründen, ne? Ne, noch nicht. Okay, dann machen wir einfach noch einen Moment. Blattern. Oh. Habe ich keinen Arzt wieder mehr? Gibt es einen guten Arzt? Oh ja. Müssen wir mehr ausgeben jetzt das Geld. Okay, ein bisschen besser. Vielleicht überlebe ich's. Bin verschuldet, ich weiß. Immer noch ein Mörder eigentlich, ja. Allgemeine Meinung minus 15. Nicht so schön. So, wir können ihn den Krieg erklären. Achso, wir haben Schulden. Stimmt. 30, ist bald vorbei. Ein Druckmittel, um ein bisschen Kohle rauskriegen können. Vasallenmeinung ist besser jetzt. So, gleich sind wir im Plus. Aber jetzt sind wir sowieso im Plus. Dankeschön. Ich habe es überlebt. Gehört Navarra jetzt, hat immer noch Andalusien, ne? Okay, das wird dann unser Endgegner. Mit wem sind die verbündet? Moment. Ich liebe Bücher. Okay. Verbündet mit ihm. Und mit ihm. Ne, keine Herausforderung. Rein. Oder ausheben.
so blattern, sind auch weg vom Hof. So, ich übernehme den Herzogtitel. Den muss ich jetzt abgeben, oder? Ah, ne. Ich habe ja hier unten abgegeben. Meinen Sohn. Dann kann ich den behalten. Das ist sehr schön. Herzogtum Galizien, Herzogtum Toledo, Herzogtum Aragon. Ja, kann ich drei halten? Ich dachte immer nur zwei. Siehst du. So, Toledo. Mein anderer Sohn. Kann ich es ihm geben? Oder erbt er das nicht? Ich glaube, er erbt das nicht, ne? Aber ich dachte, ich hätte den Herzogtitel an meinen Sohn vergeben. Nö. Warum nicht? Herzogtum Toledo. Okay, ich habe ihm nur die ganzen Grafschaften gegeben. Strange. Ich hätte eigentlich gedacht, ich habe vorhin Herzogtum übergeben geklickt. Aber gut. Rein mit euch. Wer ist das? Naja, das sind sie. Mein Schwiegersohn? Das ist von meiner Tochter. Aha, ist der bisexuell. Der ist homosexuell sogar. Okay, aber die haben trotzdem Kinder. Sehr schön. Ja, Mai. Whatever. Bin B? Excuse me? So, der wird da hinten belagern. Das finde ich aber nicht ganz so nett, ne? Schieb mal rüber. Hier spaltet auch ab. Mit. Sehr schön. Er will abhauen. Dahin. Dann folgen wir. Das sind seine Unterstützer. Ja, dann. Dann ziehen wir halt hier rein. Das soll mir auch recht sein. Erwischen wir. Gut. Großkathedrale ist fertig. Sehr schön. Die Pilger, das ist wunderbar. Das ist mein Sohnemann, ne? Kämpft ganz gut, der Bob. Mein verwundeter Vasall. Schwer verletzt, okay. Mhm. Besiegt. Wertvolle Geisel gefangen genommen. Sehr schön, sind wir schon mal 91%. Das ist schnell gegessen. Der soll sich erstmal hier unten verkrümeln. Lösegelder. Yes. Yes. 97, kurz warten. Dann müssten wir die 100 haben. Ihr teilt euch mal auf. Wieder zurück hier rein, du gehst hier rein. Tranker wird belagert. Ah, jetzt belagern sie hier unten. Das finde ich aber nicht gut, ne? Auf geht's. Zusammenführen und geh mit. Jetzt schon erledigt. Sehr gut. Auflösen. Ciao. Ciao. 11 Besitztümer. Crazy. So, Nachfolgeregelung. Mhm. Der wird hier oben König. Er bekommt aber alles andere. Kommt Königreich Galizien, Herzogtum. Wieso ist das Königreich Galizien? Das ist nicht erstellt. Galizien. Grafschaften hier. Okay.
Ich gehe jetzt hier mal weiter noch. Ich könnte natürlich auch auf Diplomatie rüber, aber ich bin so gut in dem Bereich, warum sollte ich es ändern? Ja, natürlich nehme ich teil. So. Gefangene machen. Gut, Lösegeld noch. Sehr schön. Löst's aus, alles gut. Freundschaft näher, umso besser. Der Mr. Leon. Asturien. Sohnemann will gerne als Posten um die Herzogin von Kantabrien. Okay, das ist klar. Aber sie ist ja genauso ziegig, ne? Herzog Gutierrez. Ne, ich lasse es jetzt mal so. Titel vergeben. Moment, jetzt schauen wir mal die Herzogtümer an. Also. Ich bin zufrieden, das ist schön. Kantabrien, das ist Kastilien. Kastilien gehört der Ida. Dann bekommen die doch von mir mal Valladolid und Olmedo. Das gehört ihr. Genau. Aragon gehört komplett mir. Das behalten wir auch. Das Herzogtum Navarra können wir schaffen. Das tun wir. Und das geht an meinen Sohnemann. Meinen Kleinen. Weil der eh Navarra bekommt, oder? Achso, der hat da noch nichts. Okay. Aber mir gehört hier nichts, oder? Mm-mm. Na gut, dann müssen wir Navarra erobern. Aber ich muss das Herzogtum loswerden, ne? Dann könnte ich es aber auch dem Typen hier geben. Der ist ja auch sehr treu. Mhm. Mhm. Vielleicht möchte er dann selbst Navarra erobern. Das ist doch ganz gut. So, jetzt kommt hier mein Sohnemann rein. Eine Jagd veranstalten. Brauchen wir nicht. Wir haben 4400 Prestige. Okay. Alles klar. Flickenteppich ist langsam vorbei. Jetzt haben wir die Frieden hier natürlich. Mit ihm bis noch 4 Jahre. Mit Andalusien noch 3 Jahre. Okay. Hier unten haben wir aber keinen Frieden mit Valencia, oder? Und mit dem hier? Und mit dem ist er auch noch verbündet. Oh, der ist aber ganz stark. Wer ist denn das? Ah, hier unten. Bündnis ausgelaufen. Was für eine Fraktion. Unabhängigkeit vom Lebensherr. Ja, whatever. Das gehört mir ja gar nicht mehr. Valladolid und Olmedo. Warum ist das dann eine Fraktion gegen mich? Ich hab die vergeben. Ja, whatever. Kriegst du das Druckmittel? Das ist Kastilien. Das gehört dir auch. Ich mische mich da nicht ein. Das ist ihr Problem. Kantabrien kämpft ja auch schon wieder gegen irgendwen anders. Wie sieht die Wahl aus? 11 Stimmen. Sie ist gegen mich. Hey. Ich hab dir gerade deinen kompletten Besitztum gegeben und du spinnst drum. Soll ich sie verführen? Ich meine, ich bin schon ein bisschen verschlagener, ne? Aber das funktioniert eh nicht. Beeinflussen, das geht. Dann machen wir das. Die
Kontrolle. Erstmal Saragossa. Religiöse Bekehrung. Auch in Saragossa, bitte. Der ist so schlecht. Bekanntschaft verstorben, alles klar. Was ist mit Aquitanien? Die sind echt stark. Ne? Aber nur 2500 Truppen. Da können wir uns auf jeden Fall mit messen. Valencia hat nur einen Verbündeten. Das ist... Oh Gott, da unten. Bis der da ist, haben wir die weggeputzt. Wir können uns ganz Valencia reinholen, ne? Hm, nicht ganz. Ne, den Königreich werde ich mit Sicherheit nicht gegen ihn anwenden. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Vielleicht erobern die ja ein bisschen was zurück. Königreich Kampf wird, ich denke, gegen Andalusien geführt. Um das zu erobern. Die brauchen Vormund. Lass mal meine Gattin machen. Die ist ja auch sehr intelligent. Das passt. Ja, okay. Was haben wir hier noch? Nö, ist, glaube ich, alles gut. Dann würde ich an der Stelle einen Cut machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, gerne in der nächsten Folge. Und lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann.